So, Leute, wir waren bei Planet Zoo unterwegs mit dem lieben Seba, der auch hier oben verlinkt ist. Ja, wir haben uns dazu entschieden, das Barbirusa-Gehege zu bauen, nämlich ein kleines Schweinchen aus dem asiatischen Tropenbereich. Und ja, schaut euch das gerne an im Speedbild. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Am Ende mache ich noch eine kleine Gehegetour. Und ja.
Hallo Leute, wir sind hier im Babirusa-Gehege, was ich gerade gebaut habe. Und ja, ihr seht schon, wie die Schweinchen hier ein bisschen schwimmen und durch die Gegend flitzen. Ich habe eigentlich nicht viel, also nichts Besonderes hier gemacht, sondern ich habe einfach mit Rigips hier vorne Glaswände gebaut, beziehungsweise habe hier eine Glasbarriere durchgezogen, habe oben als Deko den Holzbalken gesetzt und habe unten auf beiden Seiten jeweils die asiatischen Schilder genommen und habe da noch Lampen reingesetzt, damit das alles ein bisschen beleuchtet ist. Habe dann hier an der Seite, um den Übergang so ein bisschen zu machen, mit den unechten Felsen so eine Art Steinmauer gebaut und habe dann hier den Rand mit den unechten Felsen und den normalen tropischen beziehungsweise ja, unechten Felsen halt dekoriert und zugemacht, damit die Schweine da auch nicht abhauen können. Im Hintergrund seht ihr natürlich wieder meine hübsche Wand, die ja eigentlich nur Copy-Paste ist, aber tatsächlich aus diesen unechten Baumstämmen besteht, genauso wie aus den unechten Felsen, einfach mit Bambus dazwischen. Sieht sehr so aus wie in den asiatischen Tropen. Das habe ich hier komplett durchgezogen, also werdet ihr dann auch später sehen, wie es dann fertig aussieht, wenn es komplett dekoriert ist. Ich habe hier dann auch noch ein paar von den Steinen reingesetzt, damit das alles ein bisschen Struktur bekommt. Habe viel mit den tropischen Pflanzen gearbeitet und habe versucht, es ein bisschen schlammiger zu gestalten, beziehungsweise ein bisschen erdiger, damit die Schweine auch so schön im Matsch rumspielen können. Habe dann hier noch so einen kleinen Wassertümpel gebaut mit einem kleinen Wasserfall, der aus diesen Steinen rauskommt. Ja, und das war's auch schon. Hier vorne haben die eine kleine Futterstelle, damit die Besucher die auch sehen. Die haben eine schöne Optik zu dem Schlammbecken da vorne. Ja, und sonst ist es eigentlich recht versteckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Aktiviert die Glocke und lasst ein Follow da auf hier und auf Twitch. Würde mich tierisch freuen und kommt auf mein Discord. Es ist alles unten verlinkt. Ja, und dann hören wir uns einfach im nächsten Video wieder oder auf Twitch. Bis dann. Tschüssi.